wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Und wie angekündigt ist mein Gast heute der Kabarettist Klaus von Wagner. Hallo. Hallo. Grüße dich. Ich glaube, du bist der Jüngste, den ich hatte von den Kabarettisten. Kann das sein? Das weiß ich nicht, weil dann müsste ich wissen, wenn ihr... Bist du nicht grundsätzlich der Jüngste irgendwie zur Zeit? Das war eine Zeit lang so, ja, am Anfang. Und jetzt wird man langsam älter, wenn man das merkt, dass Leute, die einen Abstand von 5 oder sogar 10 Jahren haben, auf der Bühne stehen. Das ist einfach so, Lauf der Zeit. Also ich habe mich letztens mit einem über 70-Jährigen gesprochen und der hat gesagt, unter 40 kann man kein Kabarettist sein, man muss gelitten haben und die Erfahrung gesammelt haben. Den Satz habe ich auch schon bekommen. Dieter Hildebrand hat gesagt, Klaus von Wagner, hervorragender Nachwuchskabarettist, wenn er 40 ist, dann hat er was zu erzählen. Wie ist das so, wenn man das hört? Auch erstmal finde ich toll, dass er mich kennt. Ich finde das schon, Kabarett ist eine Form von, eine Kunstform, mit der du Lebenserfahrung auch transportieren kannst. Und da mit 20 hast du die noch nicht, aber also wenn ich mir jetzt auch im Nachhinein meine Probleme und die Programme anschaue, die ich so mit 20 verfasst habe, das ist interessant. Nein, man hat so eine spannende Attitüde der Welt gegenüber, nach dem Motto, ja, warum hat denn mich noch keiner gefragt? Ich weiß doch, wie es funktioniert. Warum hat mich noch, die Welt ist so, es ist so einfach. Und es ist schon toll, also wenn jemand so rangeht an etwas. Dadurch entstehen ganz andere Programme. Also jetzt würde ich das nie wieder so machen, weil ich jetzt viel zu viel gelesen habe und merke, viel zu wenig zu wissen. Das war aber damals nicht. Man hatte so eine Hybris, die Hybris der Jugend, zu wissen, wo es lang geht eigentlich. Aber du hast den Älteren zwei Dinge voraus, wie ich finde. Du beschäftigst dich tatsächlich so mit offenem Visier direkt rein ins Thema mit unserem Finanzsystem. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du beschäftigst dich vor allem mit Zusammenhängen, stellst dich auch vor Publikum und zwischen den vielen Pointen baust du auch ein langes Stück Inhalte mit ein, mit dem Wissen, dass vielleicht nicht so viel Applaus kommt. Woher kommt das? Also so das eine als auch das andere. Also diese Sache mit den Inhalten ist deswegen habe ich, glaube ich, Kabarett angefangen, weil mich kann nicht anders. Also ich schreibe sehr viel Inhalte, dann ist es aber erstmal, wir haben so ein Zwangsensemble, Matthias Tretter und Philipp Weber zusammen, immer dieses Ja, genau. Wir sagen immer so Sachen wie right but not funny. Okay, das ist Englisch, so, aber es ist zumindest, es ist immer so, wir haben etwas, das ist richtig, aber es ist noch nicht lustig. Also ich, aber Kabarett kommt für mich zuerst mal aus der Auseinandersetzung mit etwas. Dieses Mal war es das Finanzsystem, weil ich dachte, hier, normalsterblicher Mensch, ich muss mich doch mal damit beschäftigen. Ich habe jahrelang das vernachlässigt. Und aus diesem Inhalt heraus kommen dann die Pointen und nicht andersrum. Aber wieso machst du das eben in deinem jungen Nachwuchsalter anders als jemand, der mit 50 da oder 60 auf die Bühne geht und nochmal feststellt, Merkel ist eine Protestantin, Westerwelle ist schwul und ein Vietnamesen und einen Rollstuhlfahrer haben wir. Witzig. So, wieso ist es ein Bedürfnis für dich, da in die Tiefe zu gehen? Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich mache das anders als alle anderen. Dazu, lustigerweise, kenne ich inzwischen zu wenig. Ich weiß gar nicht mehr, was die Kollegen machen, weil ich bin als Kabarettfan gestartet und ärgere mich jetzt, dass ich jeden Abend auf der Bühne stehe. Ich sehe nichts mehr vom Kabarett, verdammt nochmal. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie die andere oder ob das mit dem Alter zu tun hat, weil es gibt ältere Kabarettisten, die machen auch großartige Programme. Also für mich hat das meistens nie was mit regional oder Alter oder so. Es gibt halt schlechte und gute Programme. Punkt. Ich mache das, weil ich es gar nicht anders kann. Also ich habe mir schon mal überlegt, Mensch, man wird sowas öfter gefragt, warum machen Sie das so und so? Und ich denke mir immer, wenn ich eine andere Möglichkeit hätte, vielleicht würde ich es anders machen. Ich habe sie aber nicht. Kommt klar damit. So ein bisschen, ja. Ich schreibe halt so. Also ich lese und fress rein und habe ganz große Zweifel an dem, was ich da so produziere. Und irgendwann bin ich aber so weit, dann stelle ich es halt trotzdem auf die Bühne. Und dann ergibt sich da was draus. Aber es ist jetzt kein so gerichteter Prozess, dass ich sage von Anfang an, so muss das Programm nachher aussehen. Das ist manchmal, irgendwelche Romanautoren sagen dann, dass die Figuren schreiben sich selbst. Und manchmal ist das so in so einem Programm. Das Programm schreibt sich manchmal selbst. Warum arbeitest du dich in das Finanzsystem rein und beschäftigst dich mit der Krise? Ja, weil ich gemerkt habe, also Kabarett beschäftigt sich gerne mit Köpfen. Oder eine Weile habe ich das so wahrgenommen. Ich sagte, okay, das sind, wie du schon gesagt hast, okay, hier, da, diese Menschen haben die Eigenschaften, damit wird gespielt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist lustig und unterhaltsam und ist auch okay und es hat auch seine Berechtigung. Und dann dachte ich mir aber, manche Entscheidungen, die man kritisiert hat von Politikern, woher kommen die? Und du kommst immer wieder zu dem Punkt Budget, Finanzen, Geld.
Und da sind unglaubliche Sachzwänge, die da vorgebracht werden für Entscheidungen. Wo du denkst, ja, natürlich, ich kann das nachvollziehen, dass man so entscheidet, aber die Entscheidung ist nicht richtig, aber ich kann es nachvollziehen. Nur dieser Sachzwang, der kommt ja kommt aus dem Geld heraus. Und ich wollte dann nochmal tiefer gehen, woher kommt denn Geld? Und woher kommen diese ganzen Sachzwänge, die uns aufgesetzt werden? Ganze Staaten werden derzeit mit dem Sachzwang Geld und Schulden erpresst, siehe Griechenland. Woher kommt das? Und ich muss zugeben, jahrelang habe ich das vernachlässigt. Also ich habe auch den Wirtschaftsteil der Zeitung nicht gelesen. Das ist immer so ein berühmtes Beispiel, aber es tatsächlich war so. Ich habe das so angefasst. Und jetzt lese ich Handelsblatt, Financial Times und bei Süddeutsche den Teil auch Taz und dann auch Bücher und alles Mögliche, nur um das wieder aufzuholen, was ich da vernachlässigt habe. Nicht, dass ich es immer genieße, zum Gegenteil. Ist Ökonomie grundsätzlich zu langweilig oder langweilig gemacht? Gar nicht eigentlich. Damit, also es ist einfacher, wenn ich mir so NGOs angucke, wenn du ein Foto schießen kannst von einem Baum, lässt sich das verkaufen. Mhm. Die armen Bäume, arme hungernde Kinder, arme dies. Aber du kannst bei einer Krise nicht irgendwas fotografieren, wo du sagen kannst, schaut mal, da müssen wir helfen. Jein, also es kommt darauf an, wenn die Krise in der Realwirtschaft, wie es so nett klingt, angekommen ist, dann kannst du in Griechenland Fotos machen von Eltern, die ihre Kinder beim SOS-Kinderdorf abgeben. Und dann hast du einen ganz starken Impuls zu helfen. Dann ist natürlich leichter, schnell Geld zu sammeln und zu sagen, okay, wir helfen deiner Not. Schwieriger wird natürlich die unterliegenden Strukturen offenzulegen. Das ist dann wirklich schwierig. Und da hast du recht, Bebilderung von Finanzthemen ist schwer. Damit habe ich mich sehr schwer getan. Einfach, weil du brauchst Bilder. Wenn du auf der Bühne stehst und etwas vermitteln willst, irgendeinen Inhalt, es gibt ja nur eine Regel für mich eigentlich auf der Bühne, ist nicht langweilen. Also es kann so faszinierend sein, aber du darfst nicht langweilen. Und deswegen in der Ökonomie auch bei vielen Leuten auch so eine Form von, ich habe Angst, mich damit zu beschäftigen, da wird auch gerne zugemacht. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sehr viel mit Bildern arbeiten. Und habe aber auch nicht deshalb, weil ich gedacht habe, ich verstehe alles und erkläre es euch jetzt, sondern weil ich eigentlich für mich diese Bilder gebraucht habe. Ich habe das gelesen und gesagt, nee. Habe es nochmal gelesen und habe gedacht, nee. Habe es nochmal gelesen, habe es immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich mir Bilder gemalt, habe mir versucht, Hilfen, Vorstellungshilfen, damit diese abstrakten Dinge irgendeine Form von was Fassbarem kriegen. Und dadurch sind so viele Bilder entstanden. Lass mich mal Beckmann-mäßig fragen. Herr von Wagner. Muss ich aber vorlehnen so ein bisschen, ne? Herr von Wagner, ja. Haben Sie es selber für sich gebraucht, um das Ganze zu verstehen? Ja. Nee, war es so, dass du dir gedacht hast, ich muss das zumindest verstehen mal? Ja, weil ich fand, wenn man sich als Kabarettist mit der Gesellschaft auseinandersetzt und mit Demokratie, und dann kommt man zu dem Punkt, dass wir aufgehört haben, über den wichtigsten Punkt unseres Zusammenlebens zu reden, Geld. Und da wollte ich einfach für mich tatsächlich mal wissen, wo die Reise hingeht oder wo das alles herkommt. Wie reagieren Kollegen auf dein Programm? Ich weiß gar nicht, wie viele Kollegen das schon gesehen haben. Ich meine, du gehst ja bei Otti Schlachthof hin und stellst dich da oben hin, kommst mit so einem Thema. Ja. Sehr überraschend, weil davor irgendwas anderes lief. Ja. Wie reagiert ein Publikum auf so ein Thema? Also es gibt also Unterschiede. Kollegen im Gespräch direkt, auch die haben ja keine Zeit, sich gegenseitig mal alles anzugucken. Es kommen manchmal welche vorbei. Aber die Gespräche sind faszinierend, weil man manchmal zu gleichen oder manchmal zu verschiedenen Schlüssen kommt und jeder macht daraus komplett andere Programme. Das sind eigentlich spannende Gespräche. Finden leider selten statt, weil wir alle so Einzelmenschen geworden sind, die halt auf Tour sind immer. Und es ist immer schön, wenn man sich trifft, kurz im Hotel oder so. Aber das Publikum reagiert anders, als ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, das Finanzthema, das verschreckt viele Leute. Da werde ich an Grenzen stoßen. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Leute hören plötzlich zu, nehmen das sogar ernster, was man sagt. Nicht, dass ich das unbedingt will, aber sie sind sehr involviert. Also sie kommen danach auch und stellen Fragen. Es kommen E-Mails auch zu dem Thema. Es ist eine ganz andere Form der Beteiligtheit. Also es ist nicht nur das Konsumieren von Kabarett und zu sagen, es war ein sehr netter Abend, sondern es kommt noch was drüber hinaus. Und das finde ich zum ersten Mal sehr, sehr spannend. Und es hat sich auch, also es kommen auch ganz spannende Leute. Also ob das ein Professor Bofinger von den Wirtschaftsweisen ist, der nur zufällig bei einem Programm mal da war. Aber das war faszinierend, dass das Gespräch, der immerhin Berater unserer Kanzlerin derzeit, und solche Menschen kommen ins Programm. Es kommen tatsächlich Investmentbanker, es kommen
ganz normale Bankangestellte. Die obwohl muss die sich mittlerweile Tipps von Kabarettisten. nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, aber zumindest, es gibt halt nicht so viele, die explizit dieses Thema behandeln. Deswegen sind sie schon neugierig, was wird da gemacht. Also ob sie es jetzt zu dem zustimmen, was ich sage oder nicht, ist ja egal. Aber zumindest, man tritt mal wieder in Dialog. Und das war mir wichtig, weil wir einfach aufgehört haben, darüber zu sprechen. Wir haben keine Ahnung von Finanzen. Auch ich bei der Bank irgendwie, ne, habe mich nicht darum gekümmert. Und jetzt langsam entscheide ich mich für Dinge, weil ich einfach weiß, was passiert mit meinem Geld. Oder ich habe nachgefragt, wechselst die Bank, du schaust dir an, was passiert denn mit Investments, mit so einem Immobilienfonds, wo sie früher gesagt haben, das ist sicher, das musst du machen. Und so. Hat man früher nicht hinterfragt. Bankberater, hat man geglaubt, dass es den Begriff wirklich gibt. Und es sind angestellte Verkäufer und sowas lernt man so langsam. Und ja, daher kommt das, glaube ich. Eine letzte Frage noch, das ist interessant, ab jetzt gibt es irgendwie neben den schon vorhandenen Talkshows, kommt jetzt noch Stefan Raab und macht irgendwie absolute Mehrheit und will Polit-Talk machen. Zum Schluss stelle ich. Ich weiß nicht, das sind manche Themen, da kannst du wirklich stundenlang mit mir drüber reden und manche sind so, ja, soll er doch machen und dann gucken wir mal weiter, ob er eine Gästeliste zusammenkriegt. Das scheint ja schwierig zu sein zurzeit. Ich nenne immer zum Schluss drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Dieter Hildebrandt. Wegbereiter. Sollen die nicht so kurz sein, die Assoziationen? Okay, gut. Georg Schramm. Beeindruckend, fast entmutigend in der... ja... Also es lässt einen fast sprachlos manchmal, das Programm. Klaus von Wagner. Ich. Gut gerettet. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Und vielleicht trinken wir bald wieder mal einen Kaffee zusammen. Sehr gerne. Oder einen Tee. Ne? Oh, du trinkst ja Tee. Ich trinke, glaube ich, Tee. Ich habe einen Kaffee für schon. Ja. Ich habe es schon gesehen, aber ich wollte jetzt nichts sagen. Nein, man sieht es ja auch nicht. Ne? Ja, ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und es geht weiter mit einem anderen Kabarettisten, denn nächste Folge ist mit Tobias Mann. Bis zum nächsten Mal. Lieben Gruß. An Tobias Mann? Ja, den kenne ich. Auch an die Gäste. Gäste, wir sind erstmal heute Gäste oder User oder man weiß ja nicht mehr. Wen sehen wir da jetzt eigentlich gerade? Wir sehen niemanden, ne? Klickbereiter. Klickbereiter, ist auch schön. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll zum Netz. Na, da steht einem das ganze Netz offen und man müsste jetzt schon einen Satz sagen, der dann auch... noch ist Zeit, also das müssen wir nicht schneiden. Müsste retweetet so werden, müsste das, was wir hier tun. Twitterst du? Nee, es gab mal so einen Account und jetzt, seitdem ich das Passwort vergessen habe, weiß ich nicht mehr, wie ich da hinkomme. Facebookst du? Ich nutze diese Plattform, ja, indem ich alles, was ich privat mache, dort nicht schreibe. Sondern tatsächlich als Newsletter. Ich habe zwei, aber ich benutze sie genau gleich. Also ich habe da keinerlei. Also ich habe das einfach als Newsletter-Ersatz benutzt, weil ich gemerkt habe, ich habe ein Newsletter angeboten auf der Website. Ich habe ihn auch stiefmütterlich behandelt. Das, Entschuldigung, wirklich, das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich habe einmal im Jahr ein Newsletter geschrieben. Das ist natürlich so ein bisschen knapp jetzt. Aber dann habe ich das Facebook genutzt und nutze das als Newsletter. Und solange das... Jetzt wollen sie ja Kosten eintreiben. Mal gucken, dann wechseln wir alle, ne? MySpace und so. Wie viele Leute liken dich gerade? Weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich. Das muss man das heutzutage... Das ist so Währung, soziale Währung. Ja. Ich sag mal 77.000 etwa. Ja? Nein, ich hab keine Ahnung. Ich war selber überrascht letztens. Also ja. du lernst Leute kennen und dann habe ich geguckt, die haben 127.000 Likes. Und hast du was Menschen, Einzelmenschen, die... Also so. Ja, die das gut finden. Also sind das Privatpersonen oder sind das... Also, Privatpersonen. Also keine Darsteller oder Künstler, die das brauchen, sondern Privatpersonen haben 727.000 Likes. Nein, das sind schon Darsteller. Es war eine Musikband, aber ich dachte nicht, dass die so viele haben. Ach so. Ja, ich meine, es heißt ja nichts, es ist ja kein Commitment, wie man heutzutage sagt, sondern Like. Ich weiß nicht, ob daraus irgendwas entsteht. Also ich weiß es nicht. Es wird immer so von Berater kommen und sagen, du musst die ja da, na, musst du machen. Ich weiß nicht, ich bin ja selber, also wenn du da so drüber guckst und so, und das war es dann aber auch mit, also soziale Verantwortung zum Beispiel wird manchmal durch einen Klick und das ist etwas, was mich schon nervt. Also wenn du um 14 Uhr aufstehst, weil du gestern Abend einen Auftritt hattest, hast du da Lust gleich mal zu gucken, wer alles was gemacht hat? Nee, ich gucke in die Zeitungen und lese Sachen, also die Journalisten geschrieben haben, irgendwann
wenn gar nichts anderes geht. 77er Jahrgang, ne? Ja. Das ist nicht mehr Digital Native. Nee, das stimmt. Ich bin noch aufgewachsen analog und wir haben angefangen. Ah, oh. Ich habe, die fanden wir damals so jung und so, die 80er Jahrgänge. Wir haben. Warte, wir machen so weiter. Achso, das ist vielleicht uninteressant jetzt. Und dann wollte ich noch, weißt du, wer das größte Arschloch unter meinen Kollegen ist?